Mein Name ist Shinji Kanagi, ich bin ein Neuling in der Highschool. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber in unserer Klasse herrscht ein säuerlicher Geruch. Die Quelle dieses Geruchs war... Hey Jibiko, dein Haar ist so zottelig. Verkleidest du dich etwa als Geist oder so? Es ist zu früh für Halloween, findest du nicht? Außerdem ist dein Pony viel zu lang. Bist du wirklich ein Mädchen, Jimiko? Warum benimmst du dich nicht wie eins? Was ist das für ein Parfüm, das du benutzt? Es riecht so säuerlich. Ich bin nicht Jimiko. Mein Name ist Miko. Als das Mädchen ihren Namen sagte, fingen alle an zu lachen, als ob sie sich über sie lustig machen würden. Ihr Name war Miko Kuraji. Sie war die Quelle des merkwürdigen Geruchs. Es schien, als hätte sie schon lange nicht mehr geduscht. Ihr Haar war fettig und sie sah aus wie eine Obdachlose. Ah, Jimikos typischer Satz. Deine Eltern haben dich absichtlich so genannt, oder? Nein, natürlich nicht. Meine Mutter hat mir diesen Namen gegeben, damit ich zu jemandem mit einem schönen Herzen heranwachsen kann. Du solltest dich eher darum kümmern, deinen Körper schön zu machen, als dein Herz. Ja, im Ernst. Von deinem stinkenden Parfüm wird mir jeden Tag übel. Oh je, ich wette, dieser Geruch ist ansteckend. Ja, lass uns von ihr weggehen. Sie machten sich so lange über sie lustig, bis sie zufrieden waren und weggingen. Miko saß nur im gesenkten Kopf da. Alle machten sich immer über sie lustig. Sie änderten ihren Vor- und Nachnamen und nannten sie Jimiko, was auf Japanisch Plain Jane bedeutet. Sie sind alle so egoistisch. Es stimmt, dass sie nicht sehr gepflegt war, aber ich wusste, dass sie ein wunderschönes Herz hatte. Alle urteilen nur nach dem Äußeren. Ich habe Miko durch Zufall bemerkt. Eines Tages wachte ich zufällig früh auf und kam früher als sonst zur Schule. Ich dachte, ich wäre der Erste, aber als ich in die Klasse kam, war schon jemand da. Kuraji, was machst du denn hier? Kanagi, richtig? Guten Morgen. Du bist heute früh dran. Ja, aber warum machst du das Klassenzimmer sauber? Ich kam herein und sah Miko beim Putzen. Das war mein erstes Gespräch mit ihr. Ich putze die Klasse, damit alle ihre Zeit in einer besseren Atmosphäre verbringen können. Ich weiß, wie sehr ich alle anwidere, also tue ich nur, was ich kann. Oh, du merkst es also doch. Warum nimmst du nicht einfach ein Bad? Da hast du recht, aber... Miko starrte einfach nur auf den Boden. Mir wurde klar, dass ich etwas Unsensibles gesagt hatte. Ich habe immer beobachtet, wie die anderen sie verspottet haben. Und ich wollte nicht einer von ihnen sein. Es tut mir leid. Warum entschuldigst du dich? Mir ist klar, dass das, was ich gerade gesagt habe, unsensibel war. Das ist schon in Ordnung. Es ist wahr, dass ich den Leuten in der Klasse Ärger bereite. Ich wusste nicht, was ich noch zu ihr sagen sollte. Miko machte weiter und füllte die Vasen im Klassenzimmer wieder auf. Seitdem habe ich nicht mehr mit ihr gesprochen, aber ich habe Mikos Verhalten immer im Auge behalten. Viel Glück mit dem Putzdienst, Miko. Ja, wir können es nicht ertragen, im selben Raum wie du zu sein. Die anderen Klassenkameraden zwangen Miko wie immer den Putzdienst auf und gingen. Miko beschwerte sich nie. Sie putzte das Klassenzimmer immer stillschweigend von einer Ecke zur anderen. Sie putzt jeden Morgen und dann zwingen sie auch noch, es nach der Schule zu tun? Es war nicht fair. Es war schwer für mich, in der Nähe zu sein, also habe ich immer aus der Ferne zugesehen. Miko hat nie schlecht über jemanden geredet, egal was man zu ihr gesagt hat. Sie hatte ein sehr bescheidenes Herz. Ich werde Miko helfen. Ich bin nicht Jimiko. Mein Name ist Miko. Ja, das habe ich doch gesagt. Oh. Miko hat ihren Fehler bemerkt. Oh, das tut mir leid. Ich war wohl auf Autopilot. Aber du hast mich Miko genannt. Du hast es selbst gesagt. Dein Name ist Miko, richtig? Ich dachte, du wolltest so genannt werden. Ja, aber du hast meinen Vornamen benutzt. Na und? Wir sind doch Freunde, oder? Also kannst du mich auch Shinji nennen. Freunde? Warum bist du so freundlich zu mir? Wir haben doch kaum miteinander geredet. Willst du nicht mit mir befreundet sein? Nein, aber wenn die Leute hören, dass du mit mir befreundet bist, werden sie dich auch schikanieren. Darüber mache ich mir keine Sorgen. Tut mir leid, dass ich dir noch nie geholfen habe. Ich werde dir ab jetzt nach der Schule beim Putzen helfen. Aber warum? Ich habe bemerkt, wie schön dein Herz ist, Miko. Ich beobachte dich jetzt schon eine Weile. Ich mag deinen Namen, Miko. Es ist der perfekte Name für dich. Nein, das ist nicht... Wahrscheinlich war es ihr peinlich. Mit dem Pony war es schwer zu erkennen, aber ihre Körpersprache zeigte es. Wir beschlossen, die Putzarbeiten zu beenden, um gemeinsam nach Hause zu gehen. Also gut, bringen wir es hinter uns. Ich will ja nicht neugierig sein, aber warum duschst du nicht, Miko? Das ist so eine Verschwendung, wenn man bemerkt, dass du so ein schönes Herz hast. Meine Familie. Wir sind nicht sehr wohlhabend, also müssen wir uns so weit wie möglich einschränken. Es tut mir leid, ich wollte nicht so weit gehen. Das ist schon in Ordnung. Ich weiß, dass du keine bösen Absichten hast. Es tut mir auch leid, dass ich neben dir gegangen bin. Nun, ich habe mir ein wenig Sorgen um dich gemacht.
Ich finde es einfach unfair, dass sich die Leute als Person ablehnen, nur weil du nicht gut riechst. Wenn der Grund also finanzieller Natur ist, ist es ja nicht so, dass du nicht duschen willst, oder? Ja, das kann man wohl sagen. Da komm mit zu mir nach Hause. Du kannst unsere Dusche benutzen. Was? Nein, ich kann nicht. Es ist nicht nur wegen dir, Miko. Meine Mutter arbeitet in der Kosmetikindustrie und wir haben hochwertige Shampoos, die gerade entwickelt werden. Ich möchte, dass du sie ausprobierst. Jemand wie ich hat es nicht verdient, hochwertige Produkte zu benutzen. Wie ich schon sagte, es sind Musterprodukte, die sich in der Entwicklung befinden. Ich kann den Unterschied nicht erkennen, aber vielleicht kannst du es. Es würde auch meiner Mutter helfen, wenn du ihr eine herrliche Meinung geben könntest. Ja, aber es ist irgendwie peinlich, die Dusche bei einem anderen Kerl zu benutzen. Als ich sah, wie nervös sie dabei war, wurde mir klar, dass ich ein ziemlich dreistes Angebot gemacht hatte. Oh, Entschuldigung! So habe ich das nicht gemeint! Ich wollte dir wirklich nur helfen. Tut mir leid, dass ich so unsensibel war. Kanagi. Ich hatte wirklich keine versteckten Motive, aber sie war schließlich ein Mädchen. Ich hätte sie nicht so lässig zu mir nach Hause einladen sollen. Vielen Dank, Kanagi. Wäre es in Ordnung, wenn ich dein Angebot annehme? Bist du sicher? Ja, ich merke, dass du mir wirklich nur helfen willst. Vielleicht hat sie gemerkt, dass es mir unangenehm war und hat auf meine Gefühle Rücksicht genommen. Aber ich beschloss, ihre Rücksichtsnahme zu akzeptieren, wenn es ihr helfen würde, die Schüler in der Klasse loszuwerden. Okay, dann komm mit mir. Also nahm ich Miko mit nach Hause. Hier ist ein Handtuch und Kleidung zum Wechseln. Nimm alles, was du da drin siehst. Lass dir Zeit. Ich bereitete den Duschraum für sie vor und wollte hinausgehen. Aber Miko hielt mir am Arm fest. Ich habe Angst. Gehst du mit mir rein? Miko schaute nach unten. Ängstlich? Was meint sie damit? Aber nicht nur das. Wurde ich gerade gebeten, mit einem Mädchen zu duschen? Warte mal, das geht zu weit, oder? War nur ein Scherz. Ich kann alleine duschen. Oh, hör auf mit mir so zu spielen. Ich geriet kurz in Panik, aber Miko schien in Ordnung zu sein. Ich konnte ihren Gesichtsausdruck wegen ihrer Pony-Frisur nicht sehen, also war es schwer zu sagen, ob sie einen Scherz machte oder es ernst meinte. So hatte ich sie noch nie gesehen, aber es ließ mein Herz einen Schlag aussetzen. So verführt zu werden, aber auch wenn es nur ein Scherz war. Es ist nichts Persönliches, aber der einzige Grund, warum ich sie so einladen konnte, war, dass ich nicht so über sie dachte. Aber unter anderen Umständen war das eine ziemlich mutige Einladung. Ich bin mir sicher, dass es auch Miko Mut gekostet hat, das Angebot anzunehmen. So ist es besser. Sie hat ein so schönes Herz, sie hat es nicht verdient, so behandelt zu werden. Es war zwar nicht mein Problem, aber ich konnte einfach nicht zusehen, wie das Mädchen, das jeden Morgen und Nachmittag das Klassenzimmer putzte, von Kindern in der Klasse beschimpft wurde. Sie geben ihr zwar einen eigenen Spitznamen, aber wie ihr Name schon sagte, hatte Miko ein wirklich schönes Herz. Ich wollte, dass alle dieses Teil von ihr sehen. Kanagi, danke für die Dusche. Ich habe ein paar Comics gelesen, bis Miko herauskam. Vorher hatte sie einen säuerlichen Geruch, aber jetzt roch ich nur den frischen Duft des Shampoos. Und wie war es? Hat es sich... Warte, was? Als ich ihr Gesicht sah, schrie ich erschrocken auf. Vor dem Duschen sah Miko aus wie eine Obdachlose, aber jetzt stand ein bezauberndes und wunderschönes junges Mädchen vor mir. Warum schreist du so? Oh, ja, Miko, richtig. Ja, warum? Du hast dich so sehr verändert. Ich wusste gar nicht, dass du so süß bist. Sie sah aus wie eine ganz andere Person. Ihr öliges Haar war seidig glatt und ihr verborgenes Gesicht kam zum Vorschein. Ich konnte nicht glauben, dass es dasselbe Mädchen war, mit dem ich nach Hause gegangen bin. Oh, Kanagi, du bringst mich wirklich in Verlegenheit. Nein, nein, ich meine es ernst. Ich wusste nicht, wie schön du bist. Was eine Verschwendung. Das ist alles dem Shampoo zu verdanken. Ich hätte nicht erwartet, dass meine Haare so glatt werden. Es sind nicht nur deine Haare, Miko. Du solltest mehr Selbstvertrauen in dein Aussehen haben. Hör auf, mir zu schmeicheln. Ich bin Komplimente nicht gewöhnt. Miko errötete, während sie unbehaglich zu Boden blickte. Mein Herz klopfte beim Anblick der schönen Mädchen, das vor mir stand. Wow, sie ist noch niedlicher, wenn sie verlegen ist. Ich konnte nicht glauben, dass dieses schöne Mädchen gerade in meinem Duschraum war. Kanagi, ich möchte dir meine Dankbarkeit erweisen. Gibt es irgendetwas, das ich für dich tun kann? Nein, mach dir keinen Kopf. Nein, bitte. Du hast mich nicht nur deine Dusche benutzen lassen, sondern auch ein so teures Shampoo gegeben. Ich kann nicht nach Hause gehen, ohne etwas für dich zu tun. Ja, aber... Also gut. Lass mich dein Zimmer für dich aufräumen. Darin bin ich gut. Sie hat recht. Sie war eine gute Putzfrau. Ich habe sie das in der Schule oft machen sehen. Ich wollte eigentlich keine Gegenleistung, aber Miko zuliebe dachte ich, es wäre vielleicht besser, ihr Angebot anzunehmen. Also gut, ich danke dir. Überlass das mir.
Miko meinte, sie würde nur das Zimmer putzen, aber am Ende putzte sie auch die Küche, den Eingangsbereich, die Flure und das Bad. Das war ganz schön viel Arbeit. Ich bin zu Hause. Oh, hey. Hallo. Sie putzte bis zum Abend, als meine Mutter nach Hause kam. Sie war gerade fertig und wir machten eine Pause auf dem Wohnzimmersofa, als meine Mutter nach Hause kam. Ach, was für einen hübschen Gast du bei dir hast, Shinji. Ist das deine Freundin? Nein, sie ist nur eine Mitschülerin. Schön, sie kennenzulernen. Ich bin Shinjis Mitschülerin, Miko Kurachi. Bist du Shinjis Schwester? Hä? Oh, wie schmeichelhaft. Was? Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Shinjis Mutter. Miko schien verwirrt. Sie schwieg für ein paar Sekunden und ihr Gesichtsausdruck änderte sich in Schock. Was? Das ist die gleiche Reaktion, die ich bei dir gezeigt habe, Miko. Nun, ich finde nicht, dass meine Mama so jung aussieht, aber du verstehst schon. Was war das, Shinji? Nichts. Meine Mutter starrte mich an, also wandte ich mich ab. Oh, das tut mir leid. Sie scheinen auf mich sehr jung zu wirken. Naja, ich achte schon gut auf mich. Du kannst auch jung aussehen, wenn du deine Haut jeden Tag gut pflegst. Übrigens, ich habe gehört, dass Sie in einer Kosmetikfirma arbeiten, Frau Kanagi. Dieses Shampoo macht mein Haar so seidig. Ach, das freut mich zu hören. Aber meine Güte, die Kinder heutzutage. Ihr seid bei allem so schnell, nicht wahr? Ihr seid noch in der Highschool, also seid vorsichtig, okay? Shinji, du wirst zu einem großen Jungen, also mach nichts Unverantwortliches, okay? Was redest du denn da, Mama? Ich habe nicht verstanden, was sie mir sagen wollte, aber Miko schien zu begreifen und wurde rot und schrie. Nein, das ist ein Missverständnis, Ma'am. Ich habe mir nur ihre Dusche ausgeliehen. Shinji und ich haben nichts getan. Durch ihre Worte wurde mir klar, was meine Mutter damit sagen wollte. Ja, ein Mädchen mitzubringen und sie duschen zu lassen. Jetzt begriff ich, warum sie dachte, dass wir etwas Unangemessenes getan haben. Mama, so ist das nicht. Es gibt eine Erklärung für all das. Ich habe meiner Mutter alles über Mikos Situation erzählt. Vielen Dank für alles heute. Nein, danke, dass du das Haus geputzt hast. Im Moment bringe ich Miko nach Hause. Meine Mutter hat sich auch in sie verliebt und hat für sie gekocht. Wir haben gewaschen und getrocknet, was wir konnten. Und die restlichen Sachen haben wir mit Febreze eingesprüht, damit sie nicht mehr stinken. Hey Miko, willst du morgen mit mir zur Schule gehen? Ja, klar. Aber ich gehe ziemlich früh. Ich weiß. Ich habe eine gute Idee. Du kommst einfach wie immer. Okay, wenn du das sagst. Ich kann von hier aus nach Hause laufen. Bist du sicher? Ja, wirklich. Danke, dass du mich bis hierher begleitet hast. Vielleicht wollte sie nicht, dass ich weiß, wo sie wohnt. Also habe ich beschlossen, sie von dort ein alleine gehen zu lassen. Okay, wir sehen uns morgen. Ja, bis morgen. Vielen Dank für alles. Wie geplant waren wir die ersten beiden in der Klasse. Nachdem wir gemeinsam die tägliche Reinigung beendet haben, waren wir bis 10 Minuten vor dem Unterrichtsbeginn auf dem Dach. Okay, Miko, ich gehe zuerst und danach du. Na gut, aber bist du sicher, dass es so wird, wie du gesagt hast? Ich bin mir sicher. Ab jetzt liegt es an dir, Miko. Ich ging zuerst in die Klasse und Miko kam nach ein paar Minuten. In dem ersten Moment, als sie hereinkam, herrschte Aufregung im Klassenraum. Wer ist das? Vielleicht ein neuer Schüler? Aber werden sie nicht normalerweise zuerst vorgestellt? Wie ich es vorausgesagt hatte, bemerkte niemand, dass es Miko war. Alle Augen waren auf sie gerichtet. Miko ignorierte das Gerede und ging direkt zu ihrem Platz. Nachdem sie sich hingesetzt hatte, sprach eine Mitschülerin sie an. Hey, bist du neu? Du solltest dich nicht dorthin setzen. Das ist der Platz von Jimiko. Ich bin nicht Jimiko. Mein Name ist Miko. Als Miko ihren Erkennungsspruch sprach, explodierte die ganze Klasse vor Überraschung. Das gibt's doch nicht! Du bist wirklich Jimiko! Unglaublich! Ich wusste gar nicht, dass du so hübsch bist, Jimiko! Die Kinder drängten sich um sie. Miko schien verwirrt. Oh je, Jimiko! Ich meine Miko! Alles, was du tun musstest, war ein Bad zu nehmen und schau, wie hübsch du bist! Ja, du riechst heute so gut, Miko! Ich kann nicht glauben, dass du es wirklich bist! Ich bin so froh, dass wir diesen ekelhaften Geruch nicht mehr riechen müssen. Hey, sei nicht unhöflich zu Miko! Also Miko, wollen wir heute nach der Schule etwas zusammen unternehmen? Was? Nein, häng mit mir ab, Miko! Ein paar der Jungs fingen an, Miko nach einem Date zu fragen. Was für eine Kehrwende. Miko sah mich mit verwirrten Augen an. Ich nickte nur, als ich wollte sagen, ich hab sie ja gesagt. Nun ja, der Rest lag bei ihr. Jetzt weiß sie, wie schön sie wirklich ist. Es ist ärgerlich, dass diese Kinder sich nur nach ihrem Aussehen richten. Aber wenn es Mikos Leben in der Highschool einfacher macht, dann ist das eben so. Ehrlich gesagt, wollte ich Miko ganz für mich allein. Aber ich wollte ihr nicht das Gefühl geben, dass sie mir etwas schuldig ist. Vor allem wollte ich, dass er ein Highschool-Leben ohne gemeine Kommentare genießt. Die tollen Kommentare und die Aufmerksamkeit hielten jedoch nicht lange an.
Miko hatte finanzielle Probleme, sodass sie nach der Schule nicht wirklich mit allen etwas unternehmen konnte. Sie blieb aber beliebt, bis sie wieder aufhörte zu baden und ihren alten Aussehen zurückkehrte. Jimiko, nimm eine Dusche! Ja, denkst du denn überhaupt nicht an die Leute um dich herum? Jetzt, wo alle wussten, wie hübsch sie sein konnte, waren die Erwartungen alle höher. Und der ekelerregende Geruch, den ihren Körper abgab, wurde noch mehr angegriffen als zuvor. Im Nu waren die Dinge wieder beim Alten. Lass mich dir helfen, Miko. Ich sprach mit Miko, der wieder einmal die Putzpflicht auferlegt wurde. Es ist schon eine Weile her, dass wir gesprochen haben. Es tut mir leid, Kanagi. Du hast mir geholfen, sauber zu werden, aber ich konnte es nicht beibehalten. Ich bringe wieder alle in Schwierigkeiten. Du willst doch auch nicht in meiner Nähe sein, oder? Wenn ich das täte, würde ich nicht mit dir reden. Aber du hast schon so lange nicht mehr mit mir gesprochen. Wie ich schon sagte, von da an lag es an dir, Miko. Ich wollte dich nicht an mich binden. Aber du hast gesagt, dass wir Freunde sind. Ich glaube immer noch, dass wir Freunde sind, Miko. Deshalb bin ich hier und mache mich Sorgen um dich. Ich mag dich wegen deines schönen Herzens, Miko. Es ist mir egal, wie du aussiehst. Miko sah zu Boden und begann zu zappeln. Kanagi, darf ich dich um einen Gefallen bitten? Ich würde mir gerne noch einmal deine Dusche ausleihen. Ja, natürlich, jederzeit. Du hast meine Mutter gehört, sie ist auch einverstanden. Zögere nicht zu fragen. Nachdem wir geputzt hatten, kam Miko wieder rüber und duschte sich. Sie war wieder einmal wunderschön. Du bist wirklich hübsch, Miko. Ich bin mir sicher, dass alle Kinder wieder eine 180-Grad-Wendung machen werden. Das macht mich überhaupt nicht glücklich. Ich will nur, dass eine Person mich sieht. Eine Person? Ich mag dich, Kanagi. Du hast mir gesagt, dass ich ein schönes Herz habe. Du hast mich so gesehen, wie ich bin. Das ist die Art von Mensch, mit der ich zusammen sein möchte. Nicht als Freund, sondern als deine Freundin. Miko schaute mir direkt in die Augen und gestand mir ihre Liebe. Ihr Gesicht, das normalerweise bedeckt war, wurde rot. Ich hatte gehofft, dass du das sagen würdest, Miko. Ich fühle mich schon seit längerem zu dir hingezogen. Nachdem sie meine Antwort gehört hatte, kam Miko zu mir und umarmte mich sanft. Ich bin so glücklich. Bitte, bleib von jetzt an bei mir. Ja, natürlich. Ich werde dich beschützen, Miko. Sag mir Bescheid, wenn dich etwas bedrückt. Ich werde von jetzt an besser auf mein Aussehen achten. Ich will hübsch sein. Für dich. Mach dir aber nicht zu viele Gedanken darüber, Miko. Du bist so oder so du selbst. Ich mache das auch für mich. Ich möchte, dass die Person, die ich mag, die beste Version von mir sieht. Also gut. Dann kannst du jeden Tag zu uns kommen. Du kannst unsere Dusche und Wäsche benutzen, wann immer du willst. Ich werde von nun an zu Hause duschen. Ich kann nicht ewig Angst haben. Angst? Was meinst du damit? Ich glaube, in meinem Haus spukt es. Einmal habe ich zu Hause ein Bad genommen und einen gruseligen Geist gesehen. Der Rest meiner Familie hat es nicht bemerkt, aber ich bin seitdem so traumatisiert. Als Miko das erste Mal zu uns kam, scherzte sie, dass sie wollte, dass ich mit ihr duschen gehe, weil sie Angst hatte, alleine hinzugehen. Das war wohl doch nicht nur ein Scherz. Naja, versuch du einfach dein Bestes. Auch wenn du dich nicht duschen kannst, werde ich dich trotzdem mögen. Ich küsste sie sanft, um sie zu beruhigen. Ich habe mir selbst versprochen, Miko zu akzeptieren, egal was passiert. Ich bin gekommen, um deine Frau zu werden. Warum bist du hier, Niyama-san? Wie ich schon sagte, ich bin hier, um deine Frau zu werden. Ein hübsches Mädchen, das von allen in der Klasse bewundert wurde, kam eines Tages zu mir nach Hause. Ich bin Yosuke Maeda, ein Oberstufenschüler. Was? Ist das eine Art Streich? Nein, natürlich nicht. Ich bin ein Streber, der in seinem ganzen Leben noch nie eine Freundin hatte. Aber ich habe eine Frau. Chichiro Niyama. Ein Mädchen aus meiner Klasse, das hübsch, fähig und klug ist. Sie war eine Nummer zu groß für mich. Früher dachte ich, dass sie in einer ganz anderen Welt lebt als ich. Aber jetzt leben wir zusammen in einer Wohnung. Hey Yosuke, du siehst bedrückt aus wie immer. Wow, Iketeru. Das ist Toruyoki Ikeda. Auch bekannt als Iketeru. Iketeru bedeutet übrigens Trottel auf Japanisch. Er ist der attraktivste Typ in unserer Klasse und es ist fast schon nervig, wie beliebt er ist. Er macht sich über Streber wie mich lustig, aber vor Mädchen ist er nett. Die Jungs mögen ihn nicht besonders, aber ich schätze, das ist ihm egal, solange die Mädchen ihn mögen. Was ist los, Streber? Du wirst rot, wenn du Chihiro-san ansiehst. Nein, ich habe sie nicht angestaut. Nun, es schadet nicht, sie anzusehen. Aber vielleicht will sie nicht von einem Nerd wie dir angestarrt werden, weißt du? Zur Kenntnis genommen. Wie würde Iketeru reagieren, wenn ich ihm sagen würde, dass wir zusammenleben? Natürlich ist es unser Geheimnis, also würde ich das nie tun. Worüber redet ihr zwei? Nun, er hat dich angestarrt, also habe ich ihn gewarnt.
Wirklich? Das macht mir aber nichts aus, Ikeda-kun. Mach dich bitte nicht über Yusuke-kun lustig, okay? Iketaro hört auf Chihiro, weil er sie mag. Das würde ich nie tun! Iketaro macht Chihiro schon eine Weile an. Er will sie in seine Sammlung aufnehmen. Er machte sie schon an, seit wir in der ersten Klasse waren, aber sie zeigte kein Interesse an ihm. Hey, worüber lachst du? Ach, nichts. Ich gehe nach der Schule in ein Café, wo ich Teilzeit arbeite. Ich bekomme von meinen Eltern genug Geld zum Leben, aber es ist schön, ein bisschen mehr zu haben. Hey, Yusuke, mach Tisch 3 sauber. Pass auf! Entschuldigung, sofort, Sir. Bevor Chihiro zu mir nach Hause kam, konnte ich mir nicht vorstellen zu arbeiten. Früher habe ich mit dem Geld, das meine Eltern mir geschickt haben, gemacht, was ich wollte. Irgendwie vermisse ich diese einfachen Tage. Als ich von meinem Teilzeitjob zurückkam, roch es köstlich. Hi, Yusuke! Ich bin zu Hause, Chihiro. Es riecht gut. Was gibt es heute Abend zu essen? Hey, du redest schon vom Abendessen? Du musst doch vorher noch etwas erledigen, oder? Oh, entschuldige. Ich war so hungrig, dass es mir entfallen ist. Hier, wir umarmen uns, wenn wir nach Hause kommen. Es hat eine Weile gedauert, bis ich mich daran gewöhnt habe. Aber jetzt kann ich es tun, ohne dass es mir peinlich ist. Mein Herz rast aber immer noch, wenn ich sie umarme. Willst du wissen, warum ein Nerd wie ich mit einem beliebten Mädchen wie Chihiro zusammenlebt? Es fing alles vor 3 Monaten an. Warum bist du hier, Niyama-san? Ich hab dir doch gesagt, dass ich hier bin, um deine Frau zu werden. Was? Ist das eine Art Streich? Nein, das ist es nicht. Ich habe sofort meine Eltern angerufen und... meine Frau ist hier. Oh, du sprichst von Chi-chan? Chi-chan? Erinnerst du dich nicht? Sie ist das Mädchen, was du schon im Kindergarten gemocht hast. Chi-chan! Ich erinnere mich an meine Kindergartenzeit. Da gab es wirklich ein Mädchen, mit dem ich immer gespielt habe. Ich erinnere mich nur an ihren Namen Chi-chan. Chi-chan ist also Chihiro Niyama. Ihre Eltern und wir haben uns versprochen, dass ihr beide heiraten werdet, wenn ihr älter seid. Sie ist deine Verlobte. Was zum Teufel? Das kommt aber alles so plötzlich. Das kann ich nicht tun. Warum denn nicht? Ich habe ein Bild gesehen und Chi-chan war so hübsch und ich habe gehört, dass sie auch eine sehr gute Hausfrau ist. Ich meine das nicht so. Wir sind noch in der Highschool. Ich hatte noch nie eine Freundin und plötzlich taucht die auf und sagt, dass sie meine Frau werden will. Ihre Eltern sind aber auch an Bord. Es ist unhöflich, sie abzuweisen. Also warum ziehst du nicht für eine Weile zu ihr? Was soll's. Ihr beide wohnt doch bei mir. Oh, habe ich dir das nicht erzählt? Dein Vater und ich sind jetzt in Hokkaido. Wir bleiben hier, also gehört das Haus ganz dir. Was? Und so kam es, dass ich mit dem hübschesten Mädchen unserer Schule zusammenlebte. Wusstest du, dass sie verlobt sind? Ja, das wusste ich. Oh. Ich bin ein bisschen sauer, dass du dich nicht an mich erinnerst. Ich war doch die ganze Zeit hier. Tut mir leid. Ich hätte nur nie gedacht, dass Chi-chan aus meinem Kindergarten in meiner Klasse war und dass du so hübsch geworden bist. Hübsch? Oh, Entschuldigung. Das ist mir nur so rausgerutscht. Danach fragte ich sie, warum sie mir nicht früher gesagt hat, dass sie meine Verlobte ist. Ich wollte, dass der Mann, den ich liebe, mich bemerkt. Liebe? Wenn ich an meine Highschool-Zeit zurückdenke, fallen mir einige Dinge ein. Als ich als Bibliothekar kandidierte, wurde sie auch eine und sie sprach oft mit mir, obwohl ich ein Streber war. Die anderen Jungs waren eifersüchtig darauf, aber Chihiro wollte nur, dass ich es bemerke. Doch ich war zu naiv, um ihre Gefühle zu bemerken. Sie hat mir gesagt, dass sie schon lange in mich verliebt ist. Das tut mir leid. Ich weiß, es kommt aus heiterem Himmel. Nein, nein. Ich fühle mich geschmeichelt. Es tut mir leid. Wirklich? Dann kann ich bei dir wohnen? Ja, wenn du willst, Niyama-san. Nenn mich Chihiro. Und wie ich schon sagte. Chihiro umarmte mich und sagte, dass sie hier sei, um eine Frau zu werden. So sind wir zusammengekommen. Chihiro ist sehr fürsorglich und tut alles Mögliche für mich. Außerdem ist sie wirklich enthusiastisch. Ich wasche dir den Rücken. Ich schlafe an deiner Seite. Guten Morgen, Kuss. Manchmal weiß ich nicht, wie ich sie behandeln soll, aber ich habe mein Leben mit Chihiro genossen. Doch 3 Monate, nachdem wir angefangen haben, zusammenzuleben, ist plötzlich etwas passiert. Hast du schon gehört? Chihiro Niyama lebt mit einem Mann zusammen. Ich habe gehört, dass es dieser Nerd ist. Ja, es ging plötzlich das Gerücht rum, dass wir zusammen wohnen. Hey, Yusuke, wohnst du mit Chihiro zusammen? Niemals. Sieh dir an, mit wem du redest. Ja, gutes Argument. Ein einsamer Nerd wie du könnte nie mit Chihiro-san ausgehen, oder? Ganz genau. Aber ich habe ein Foto. Ich war zufällig in der Nähe deines Hauses und habe euch beide zusammen gesehen. Du hast dieses Foto gemacht? Ich kann dir das aushändigen, aber ich habe immer noch die Daten. Wenn Chihiro-chan zustimmt, mit mir auszugehen, werde ich es niemandem zeigen. Was sagst du?
Auf keinen Fall! Na gut, wenn du meinst. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Adios! Aber trotzdem, das könnte böse enden, wenn die Schule davon erfährt. Chihiro, du solltest heute zurück zu deinen Eltern gehen. Nein, ich will bei dir sein! Aber jeder in unserer Schule wird über uns Bescheid wissen. Das ist mir egal! Ich will nicht, dass wir getrennt sind! Niemals! Chihiro war hartnäckiger, als ich dachte. Sie war wohl sehr verärgert darüber, dass sie umziehen musste. Kurz bevor wir in die Grundschule kamen. Sie wollte nicht, dass wir wieder getrennt sind, als wir nach all den Jahren in der Highschool endlich zusammenkamen. Was sollen wir dann tun? Wir könnten von der Schule verwiesen werden, wenn es herauskommt. Selbst wenn unsere Eltern damit einverstanden wären, dass wir zusammenleben, würde es nicht anerkannt werden. Wir sind schließlich noch in der Highschool. Dann gibt es nur eine Sache, die ich tun kann. Also, Chihiro, hör mir zu. Es ist ein Vorschlag. Nein, es ist eher ein Entschluss. Was? Dein Entschluss? 2 Tage danach wurden Chihiro und ich ins Büro des Schulleiters gerufen. Als wir den Raum betraten, waren der Direktor und Iketeru da. Es stimmte also, dass der Direktor sein Onkel war. Er muss ihm gesagt haben, dass wir zusammen wohnen. Sein Grinsen verriet mir, was gleich passieren würde. Ich nahm Chihiros Hand und ging einen Schritt nach vorne. Siehst du, sie gehen aus. Noch dazu leben sie zusammen. Das ist nicht gut, oder? Iketeru lachte und zeigte dem Schulleiter das Bild. Ist das wahr? Ja, Chihiro und ich leben zusammen. Chihiro drückte nervös meine Hand. Ich lächelte sie an, um sie zu beruhigen. Sie haben es zugegeben. Highschool-Schüler, die zusammen wohnen? Das ist unglaublich. Dann sagte der Direktor. Wie dumm. Hä? Dumm? Onkel, Oberstufenschüler leben zusammen. Na und, Ikeda-kun? Es ist ganz natürlich, dass Iketeru so reagiert hat. Das Zusammenleben wird nicht akzeptiert, wenn wir nur normale Oberschüler sind. Sie sind Mann und Frau, also ist es doch normal, dass sie zusammenleben, oder? Was? Ehemann und Ehefrau? Ja, wir sind Mann und Frau. Wir waren gestern beim Rathaus und haben unsere Heiratsurkunde abgegeben. Sie wurde mit dem Einverständnis unserer beiden Eltern akzeptiert. Damit sind wir ein offizielles Paar und haben es der Schule gemeldet. Also, du bist schon... Wir sind ohne Frage ein Paar, oder Chihiro? Ja, und wir lieben uns. Das ist unglaublich. Du bist derjenige, der unglaublich dumm ist. Übrigens, das ist definitiv ein heimlich gemachtes Foto. Das ist das einzige Problem hier. Was? Der Schulleiter hat uns zugezwinkert, als Iketeru nicht hingesehen hat. Ich bin froh, dass er so verständnisvoll war. Die Tatsache, dass wir geheiratet haben, hat sich in der ganzen Schule herumgesprochen. Aber es ist nichts passiert. Es gab zwar ein bisschen Spott und Eifersucht, aber da Chihiro bei allen beliebt war, ist uns nichts Schlimmeres widerfahren. Warum grinst du so? Nun, jeder weiß jetzt über uns Bescheid, weißt du? Ja, klar! Es ist gar nicht so schlecht, ein offizielles Paar zu sein. Und alle sind eifersüchtig auf uns. Oh, ich habe etwas für dich. Hier. Was ist das? Ich habe ihr einen Ehering gegeben. Ich wollte ihr etwas schenken, um meine Gefühle für sie auszudrücken. Obwohl wir schon verheiratet waren. Ich habe 3 Monate lang Teilzeit gearbeitet, um ihn zu kaufen. Es ist kein teurer Ring, aber er ist 3 Monate meines Gehalts wert. Lass mich dieses Mal derjenige sein, der dich fragt. Willst du mich heiraten? Ich bin so glücklich! Ja, ich will! Ich liebe dich, Yusuke-kun! Ich versprach, für immer an ihrer Seite zu sein, während ich sie fest in meinen Armen hielt. Schön, dich kennenzulernen! Ich bin Mamiya. Ich bin in das Zimmer nebenan gezogen. Wow, sie ist wirklich hübsch. Ich, Shinsuke Hashimoto, war von ihrer Schönheit beeindruckt. Das ist für dich, Bruder. Das ist mein Lieblingssnack. Ich hoffe, er schmeckt dir. Ich danke dir vielmals. Das wäre aber nicht nötig gewesen. Man sieht sich! Ich konnte das Lächeln meines neuen Nachbarn nicht vergessen. Selbst nachdem er gegangen war. Er war wirklich gut aussehend. Er nannte mich Bruder, also muss er ein Junge sein. Es sah so aus, als wäre er etwa so alt wie ich. Ich hoffe, wir können Freunde werden. Oh, dieser Snack ist gut. Ich lebe allein, seitdem ich an der Uni anfing. Ich bin jetzt im 2. Semester, also ist es 3 Jahre her, dass ich alleine wohne. Diese Wohnung sieht von außen sauber aus, aber sie wurde in den 80er Jahren gebaut. Sie ist also von innen abgenutzt. Ein Teil des Geländers an der Treppe ist verrostet. Ich hoffe, mein Nachbar weiß das. Ich sollte es ihm sagen, wenn ich ihn sehe. Das kann gefährlich sein. Hä? Als ich durch den Türspion schaute, sah ich den hübschen Jungen von nebenan. Es tut mir leid. Ich wollte ein Bad nehmen, aber es kommt kein heißes Wasser. Weißt du warum? Also, bei mir funktioniert es. Hast du den Haupthahn geöffnet? Ja, das habe ich. Ich weiß nicht warum, aber nur im Badezimmer will das heiße Wasser nicht funktionieren. Ich
Weiß nicht, kann ich mitkommen und nachsehen? In mein Zimmer? Ich hab noch nicht aufgeräumt, also ist es ein bisschen unordentlich, aber bitte. Warum wird er rot, diese Reaktion? Mann, das lässt mein Herz klopfen. Ich ging in sein Zimmer und war nervös, als würde ich in das Zimmer eines Mädchens besuchen. Mal, das sieht definitiv wie ein Mädchenzimmer aus. Pinke, blumengemusterte Vorhänge, niedliches Geschirr und eine Kommode. Ja, das ist definitiv ein Mädchenzimmer. Ich bin ein Mädchen! Vielleicht verhält sich das hübsche Mädchen nur wie ein Junge. Das ist heutzutage nicht mehr ungewöhnlich, aber ich hatte so jemanden noch nie im echten Leben getroffen, also nahm ich einfach an, dass mein Nachbar ein Junge ist. Ich habe meine Schwester gebeten, mir beim Einrichten meines Zimmers zu helfen, und das sah dann so aus. Das sieht überhaupt nicht wie ein Jugendzimmer aus, oder? Er ist also doch ein Junge. Ich habe keine Geschwister, aber wenn du eine Schwester hast, kommt das vielleicht dabei raus. Er zeigte mir das Badezimmer. Wie er mir sagte, bekam er in der Küche heißes Wasser, aber nicht im Badezimmer. Vielleicht gibt es ein Problem mit der Gastherme. Das ist eine alte Wohnung und ich habe schon oft davon sowas gehört. Willst du meine benutzen? Oh, ist das in Ordnung? Klar, wir haben hier keine Badehäuser. Mein Zimmer ist unordentlich, aber er ist ein Junge, also ist das schon in Ordnung. Kurz darauf bereute ich diese Entscheidung. Ah, das war toll! Vielen Dank, dass ich dein Bad benutzen durfte! Hä? Errötendes Gesicht, dünne und weich wirkende Beine und die beiden runden... Warte... Sie ist ein Mädchen? Ich habe noch nie eine Frau gesehen, die aus dem Badezimmer kommt, außer auf dem Bildschirm. Mama zählt hier nicht. Es ist nicht angemessen, dass sie in der Wohnung eines alleinlebenden Mannes so rumläuft. Was ist los? Oh nein, komm mir ja nicht so nah, wenn du so gut riechst. Tut mir leid, ich dachte, du wärst ein Junge. Ha? Ich bin ein Junge! Was sind dann diese runden Dinger auf deiner Brust? Mein Instinkt sagt mir, dass diese hübsche Person ein Mädchen ist. Aber sie sagt, sie sei ein Junge. Also muss ich das respektieren. Es gibt Menschen mit verschiedenen Geschlechtsidentitäten und sie könnte ihre eigenen Gründe haben. Nun, danke. Wäre es nicht besser, deine Haare zu trocknen, bevor du gehst? Ich wohne nebenan, also kann ich sie zu Hause trocknen. Vielen Dank. Gute Nacht, Shinsuke-kun. Gute Nacht. Wow, ihr gute Nacht klang so süß. Ich war so aufgeregt, dass ich nicht hinterfragte, warum Mamiya-san meinen Vornamen kannte. Sie will, dass ich sie wie einen Jungen behandle, aber für mich ist sie nur ein hübsches Mädchen. Oh nein. Ich glaube nicht, dass ich verhindern kann, dass ich mir ihrer bewusst werde, wenn ich sie das nächste Mal sehe. Gerade als ich das dachte, klingelte es wieder an meiner Tür. Mein Licht ist ausgegangen. Diese beschissene Wohnung, warum tust du mir das an? So, jetzt trocknet das hübsche Mädchen ihre Haare in meinem Zimmer. Was soll ich danach tun? Es wird unheimlich sein, ganz allein in einem dunklen Raum zu sein. Oh, ich glaube, ich habe eine Taschenlampe und eine Laterne. Mia-san, würdest du gerne... Ja, ich würde mich freuen, wenn du mich hier übernachten lassen würdest. Das wollte ich nicht fragen, aber sie ist ein hübsches Mädchen. Es tut mir leid. Ich dachte, das Bruder wurde definitiv nicht richtig benutzt. Oder doch? Ich wollte nicht aufdringlich sein. Ich fühlte mich ein bisschen einsam, weil ich zum ersten Mal alleine lebe. Ich kann nicht Nein sagen, wenn sie es so ausdrückt. Du kannst bleiben, wenn du willst. Bist du dir sicher? Es ist ein unordentliches Männerzimmer, aber sicher. Ich bin auch ein Kerl, also kein Problem, Bruder. Aber du bist ein Mädchen, nicht wahr? Doch wenn sie darauf besteht, muss ich sie wie einen Jungen behandeln. Dieses hübsche Mädchen ist ein Junge. Dieses hübsche Mädchen ist ein Junge. Dieses hübsche Mädchen ist ein Junge. Du siehst beunruhigt aus. Bist du sicher, dass es in Ordnung ist?
Ja, ich muss nur 10-mal etwas in meinem Kopf rezitieren. Also warte bitte. Zitieren? Okay. Ich hatte Gästefutons, also schlief ich auf dem Boden. Ja, natürlich. Entspann dich ruhig. Okay, gute Nacht. Gute Nacht. Es fühlt sich ein bisschen unangenehm an, das Licht auszuschalten. Ich werde einfach weiter diese Worte rezitieren und versuchen einzuschlafen. Dieses hübsche Mädchen ist ein Junge. Dieses hübsche Mädchen ist ein Junge. Es ist schwer, mit diesem Ding zu schlafen, das meine Brüste klein aussehen lässt. Mit dir selbst zu reden. Du machst den Zauber zunichte, den ich gerade versuche, auf mir anzuwenden. Shinsuke-kun schläft wahrscheinlich schon. Also werde ich es wohl einfach ausziehen. Was ausziehen? Was ziehst du aus? Ich habe mein Bestes gegeben, um mir etwas vorzumachen. Ich hatte das ungute Gefühl, dass ich die Selbstkontrolle verlieren würde, wenn ich die Realität anerkennen würde. Nach einer Weile hörte ich sie regelmäßig atmen. Ihm scheint es nichts auszumachen, mit mir allein zu sein. Es ist so dumm, dass ich der Einzige bin, der sich so aufregt. Ich werde versuchen, nicht daran zu denken, ob sie ein Mädchen oder ein Junge ist. Das habe ich mir gesagt und bin eingeschlafen. Doch... Etwas schwer. Was? Warum schläft Mamiya-san auf mir? Sie scheint aber fest zu schlafen. Oh nein, das ist nicht gut. Ich konnte ihre Wärme und sanfte Haut durch ihr T-Shirt spüren. Soll ich sie aufwecken? Aber sie schläft fest. Ich weiß, ich werde einfach auf das Bett gehen. Langsam, leise. Oh, habe ich sie aufgeweckt? Shinsuke-kun. Ruft sie meinen Namen im Schlaf? Dieser mädchenhafte und süße Klang ihrer Stimme ließ die Schmetterlinge in meinem Bauch verrückt spielen. Plötzlich hatte ich einen Moment der Klarheit. Warte, woher kennt sie meinen Namen? Sind wir uns schon mal irgendwo begegnet? Aber ein hübsches Mädchen wie sie würde ich nie vergessen. Sie ist wahrscheinlich das hübscheste Mädchen, das ich in meinem ganzen Leben getroffen habe. Oder sie ist vielleicht das zweithübscheste. Ich war mit einem unglaublich hübschen Mädchen befreundet, als ich klein war. Beim Anblick von Mamiya-sans schlafendem Gesicht fiel es mir auf. Moment, ist das nicht dieses hübsche Mädchen? Das war, bevor ich in die Grundschule kam. Ein sehr hübsches Mädchen im gleichen Alter wie ich wohnt im Haus nebenan. Sie hatte seidiges, langes Haar und bewegte sich auf niedliche Art und Weise. Sie war sehr mädchenhaft und ich habe sie geliebt. Sie war meine erste Liebe. Aber sie ist weggezogen. Mein Vater und meine Mutter werden getrennt leben. Und ich ziehe mit meiner Mutter zu meiner Oma. Dann kann ich dich nicht mehr sehen? Nein. Ich wollte für immer mit dir spielen, Shinsuke-kun. Eines Tages werde ich dich finden. Hm? Lass uns eines Tages zusammen leben. Meine Mutter hat mir gesagt, dass Erwachsene mit den Menschen leben, denen sie Ringe schenken. Also trage den hier. Ich habe ihr einen Ring gegeben, den ich aus Blumen gemacht habe. Was? Ich schlafe mit einem Mädchen, dem ich versprochen habe, sie zu heiraten, als ich klein war? Doch noch verwirrender ist, dass sie aus irgendeinem Grund vorgibt, ein Junge zu sein. Ist es okay, wenn ich sie frage, warum? Vielleicht ist etwas mit ihr passiert, nachdem sie weggezogen ist. Sie tut so, als hätten wir uns noch nie getroffen. Soll ich mitspielen und so tun, als hätte ich es nicht bemerkt? Gott, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich legte mich in mein Bett und dachte weiter nach, bis die Sonne aufging. Guten Morgen. Oh, sie ist so süß, so weich. Sie sagte, dass es ihr jetzt gut gehen würde, da die Sonne scheint und ihr Telefon aufgeladen sei. Dann ging sie zurück in ihr Zimmer. Ich bekam keine Antwort. Wie sollte ich mich vor ihr verhalten? Bevor ich es herausfand, ereignete sich der nächste Vorfall. Es sieht so aus, als ob ich meinen Strom für eine Weile nicht zurückbekomme.
Also könnte ich bitte heute Nacht wieder bleiben? Was für eine faule Verwaltungsgesellschaft. Wollt ihr meine Selbstbeherrschung testen oder was? Am nächsten Tag war der Strom wieder da. Aber sie kam immer wieder zu mir rüber. Hast du Lust auf gekochtes Gemüse? Willst du einen Horrorfilm mit mir anschauen? Jemand hat mir diesen köstlichen Wein geschenkt. Lass ihn uns zusammen trinken. Sie hat sich betrunken und ist eingeschlafen. Sie sieht so charmant aus, wenn sie schläft. Sie ist immer noch das gleiche Mädchen, das ich vor langer Zeit kennengelernt habe. Aber jetzt viel erwachsener und weiblicher. Ich bin nicht so sicher, ob ich mit ihr ausgehen kann. Ich bin vermutlich wieder in sie verliebt. Sie tut so, als wäre sie ein Junge. Und trotzdem habe ich mich in sie verliebt. Das ist einfach unmöglich. Vielleicht muss ich einen guten Abstand halten. Oder ihr einfach sagen, dass ich schon weiß, wer sie ist. Was soll ich tun? Ich versuchte einen Weg zu finden, sie zu vergessen, während sie fast neben mir schlief. Ich fühlte mich wie ein problembelasteter Highschool-Junge. Eines Tages traf ich sie auf meinem Heimweg. Bist du auf dem Heimweg vom College? Ja, genau. Was ist mit dir, Mamiya-san? Ich auch. Bruder. Es wäre ihr beinahe wieder rausgerutscht. Glaubt sie wirklich, dass sie mich so täuschen kann? Oh, ich habe wieder einen leckeren Drink. Willst du ihn bei dir zu Hause trinken? Nein, dazu muss ich Nein sagen. Was? Ich denke, es ist besser für uns beide, ihr die Wahrheit zu sagen. Also ich... Oh, pass auf! Sie hat sich auf das rostige Geländer gestützt. Sie verlor das Gleichgewicht. Himari! Himari, bist du okay? Ja, mir geht's gut. Warte, hast du mich gerade Himari genannt? Ups. Himari Mamiya riss die Augen weit auf und schrie mich an. Du hast es gewusst? Ich dachte, ich würde mich perfekt wie ein Junge verhalten. Ich wusste es vom ersten Tag an. Oh nein, das ist mir so peinlich. Dabei bin ich schon so lange auf der Schauspielschule. Vielleicht solltest du um eine Rückerstattung bitten. Darf ich dich fragen, warum du vorgegeben hast, ein Junge zu sein? Es ist ja nicht so, dass du wirklich ein Junge sein willst, oder? Du hast nur so getan, oder? Das ist, weil ich habe gehört, dass du gesagt hast, dass du nicht gut mit Mädchen umgehen kannst. Also laut ihr sah sie mich eines Tages in einem Zug. Sie wollte mich ansprechen, aber ich sprach mit ernster Stimme zu meinem Freund. Mädchen sind so kompliziert. Ich will nichts mit ihnen zu tun haben. Oh nein! Sie beschloss so zu tun, als wäre sie ein Junge. Das ist ein ziemlich großer Sprung. Es gab eine Zeit, in der ich mich mit den Mädchen in meinem Club gestritten habe. Aber ich war zu dramatisch. Du hast wahrscheinlich gehört, wie ich darüber gesprochen habe. Also... Ich mag Mädchen. Ich mag dich. Weißt du? Was hast du gerade gesagt? Ich mag dich, Himari. Ich erinnere mich noch an unser Versprechen. Shinsuke-kun. Ich bin so glücklich. Wo willst du unsere Hochzeit feiern? Oha, du machst einfach die größten Sprünge, nicht wahr? Die Kette von Ereignissen, die mit ihrem niedlichen Missverständnis begann, war nun zu Ende. Übrigens, auf welche Uni gehst du eigentlich? Ich studiere Schauspiel an der Yuki-Universität. Ich will Schauspielerin werden. Ach so, ich verstehe. Ich wünsche dir viel Glück. 5 Jahre später habe ich eine Oscar-prämierte Schauspielerin geheiratet. Was? Himeka Himejima? Sie ist so wunderschön. Sie sieht aus wie aus einem Gemälde. Ich dachte, ich wäre der Einzige, der diesen Weg hinter der Turnhalle kennt. Warum ist die Prinzessin von Yukigakuen hier? Sie schläft. Tief und fest. Wow! Oh nein, ich kann ihr fast... Nein, ich sollte nicht. Aber ich kann meine Augen nicht von ihr lassen. Oh nein, der Wind macht das so gut. Ihr Rock ist vom Wind nach oben gerutscht. Ich bin mir sicher, dass niemand hier entlang kommt. Aber ich muss das auf ihren Rock legen.
Ich bin froh, dass sie nicht aufgewacht ist. Ich sollte jetzt einfach nach Hause gehen. Am nächsten Tag. Ich kann nicht glauben, dass ich meine Jacke auf Himeka Himejima gelegt habe. Das war so dreist von mir. Meine Jacke wird irgendwann als Fundsache gemeldet. Und dann bekomme ich sie zurück. Ich bin einfach unsichtbar. Wow, es ist Himeka-chan! Die Prinzessin ist hier! Oh, sie ist wie immer sehr beliebt. Sie ist die Prinzessin unserer Schule. Sie ist nicht nur hübsch, sondern auch klug. Sie arbeitet als berühmtes Model, bekommt auch noch die besten Noten. Sie wird sowohl von Jungen als auch von Mädchen geliebt. Himeka Himejima steht immer im Mittelpunkt. Ist Suzuki-kun hier? Was? Suzuki? Wer ist das? Gibt es einen Suzuki in unserer Klasse? Hier bist du. Was? Sie kann mich sehen? Toru Suzuki, komm zu dem Ort, an dem du mich gestern gesehen hast. Hm? Komm nicht zu spät, sonst werde ich sauer. Sie will mich sehen? Sie sieht so hübsch aus, wenn sie auf der Bank sitzt. Aber was will sie von mir? Du kommst zu spät. Sie hat mich bemerkt? Warum? Toru, hast du was gesehen? Hm? Nein. Ich habe nichts gesehen. Ich habe meine Jacke so drüber gelegt, dass man nichts sehen konnte. Sag niemandem, dass du mich hier schlafen gesehen hast. Sie hat nicht von ihrem Rock gesprochen. Das ist der größte Fehler meines Lebens. Ich dachte, ich hätte den besten Platz gefunden, um ein Nickerchen zu machen. Ich hätte nie erwartet, dass jemand vorbeikommt. Für meine Arbeit als Model muss ich früh aufstehen und lange aufbleiben. Außerdem muss ich meine Noten aufrechterhalten, also muss ich früh aufstehen und lernen. Da ist es doch in Ordnung, wenn ich mich manchmal entspanne, oder? Meinst du nicht auch? Ja. Das ist deine Schuld. Du bist gekommen, ohne ein Geräusch zu machen. Ich wollte nicht, dass mich jemand sieht, wenn ich meine Deckung runterlasse. Sie hat sich so sehr bemüht, die Prinzessin von Yukigakuen zu sein. Sie ist großartig. Und sie ist so in Panik. Sie sieht anders aus als sonst. Hast du über mich gelacht? Sorry, du bist einfach zu süß. Hä? Mach dir keine Gedanken, ich bin unsichtbar. Wie meinst du das? Ich bin ein Einzelgänger, also muss ich niemandem etwas sagen. Keine Sorge, ich werde es niemandem sagen. Versprochen. Gut, ich glaube dir. Das ist unser Geheimnis, okay? Ich kann ihren Atem an meinem Ohr spüren. Die Bank hinter der Turnhalle wurde zu einem Geheimort für Himeka-san und mich. Ein Yakisoba-Brot. Verdammt. Es ist schwer, wenn mich niemand bemerkt. Wow. Da ist Himejima. Verzeihung, kannst du bitte zur Seite gehen? Wow, da ist ein Weg vor ihr. So wie Moses einen Weg durch das Rote Meer bahnte. Toru, kannst du meines auch holen? Was? Ich? Hier ist mein Geld. Ein Yakisoba-Brot und eine Erdbeermilch. Bring sie zu dem Ort. Oh. Okay. Himejima-san? Du bist spät dran. Konntest du sie kaufen? Ja, hier, bitte sehr. Du hast mich gerettet. Alle haben sich vor mir gestellt. Setz dich hierher. Komm schon. Hm? Lass mich deine Schulter benutzen. Was? Die Dreharbeiten haben gestern so lange gedauert, dass ich nicht schlafen konnte. Sie riecht so gut. Himeka-san? Was willst du mit dem, was ich gekauft habe, machen? So kalorienreiche Lebensmittel esse ich auf keinen Fall. Du kannst sie essen. Oh, okay. Himeka-san half mir auch danach weiter. Entschuldigt mich, ich muss eure Unterlagen für die akademische Laufbahn abholen. Bitte! Es macht mir nichts aus, unsichtbar wie Luft zu sein, aber es ist schwer, wenn ich Tagdienst habe. Bitte alle aufpassen. Es ist Himejima. Er fragt dich. Wer hat noch keine Arbeit über seine akademische Laufbahn abgegeben? Wow. Danke, Himeka-san. Komm zu diesem Ort, nachdem du das ins Lehrerzimmer gebracht hast, okay? Klar. Du bist spät dran. Tut mir leid. Die Lehrerin hat mich nicht bemerkt. Du hast mich vorhin gerettet. Ich möchte mich bei dir bedanken. Oh, du willst dich bei mir mit etwas bedanken? Wenn ich etwas tun kann? Wow! Himeka-san? Streichle mein Haar. Was? Tu es einfach. Ich habe Kopfschmerzen. So etwa? Ja, so. Mach noch eine Weile so weiter.
Himeka-san kann ein Baby sein. Es wurde zu meiner täglichen Routine, Himeka-san auf der Bank zu streicheln. Eines Tages kam es zu einem Zwischenfall. Hey! Ist da jemand? Oh nein. Ich räumte die Sachen auf, die wir im Sportunterricht benutzt hatten. Aber der Lehrer schloss die Tür ab, ohne zu merken, dass ich noch drin war. Es war in der 6. Stunde, doch niemand hat es bemerkt, obwohl ich aus voller Kehle geschrien habe. Ich muss schnell von hier weg. Himeka-san wartet auf mich auf der Bank. Toru, wo bist du? Was? Hier bist du! Himeka-san, woher wusstest du, dass ich hier bin? Du hast doch gerufen, oder? Ich habe deine Stimme gehört. Oh nein, sie klingt wie ein Märchenprinz. Wie konntest du eingesperrt werden? Du bist so tollpatschig. Es tut mir leid. Ich fühle mich so erbärmlich. Ich werde immer von Himeka-san gerettet. Warum kann Himeka-san mich überhaupt sehen? Warum hilft Himeka-san mir? Es ist doch normal, jemandem zu helfen, der Hilfe braucht, oder? Was? Habe ich zu laut gesprochen? Hm? Das war so ein lauter Monolog. Tut mir leid. Ich bin immer unsichtbar für alle. Es interessiert niemanden, was ich zu sagen habe. Also sag ich alles laut. Blödsinn! Ich kann deine Stimme hören. Ich kann dich sehen. Du bist nicht unsichtbar für mich. Deshalb brauche ich dich auf unserer Bank. Ich brauche... Und warum? Weil ich dich brauche, um für mich Wache zu halten. Damit ich ein Nickerchen machen kann, verstehst du? Sie ist so süß. Versteh das nicht falsch. Ich wollte ein Nickerchen auf deiner Schulter machen, aber du warst ja nicht da. Ich habe morgen ein Shooting, also kann ich keine Tränensäcke unter den Augen gebrauchen. Ich habe 30 Minuten gebraucht, um dich zu finden. Ich habe meine Lernzeit genutzt, um dich zu suchen. Also ist es deine Schuld, wenn meine Noten schlechter werden. Oh. Himeka-san gibt sich immer zu viel Mühe. Sie versucht so sehr, den Erwartungen aller als Model und Schülerin gerecht zu werden. Aber das ist zu... Ist das nicht schwierig? Was weißt du denn schon? Ich habe mein Bestes gegeben, um aufzufallen, als ich in der Mittelstufe war. Ich habe an meinen Kommunikationsfähigkeiten gearbeitet und mit jedem gesprochen. Endlich war ich in der Lage, mehr als nur unsichtbar zu sein. Aber das war zu viel für mich. Also beschloss ich, es in der Highschool nicht zu versuchen. Unsichtbar zu sein passt zu mir. Ich mag es, ein Einzelgänger zu sein. Himeka-san, du musst dich nicht so sehr anstrengen. Du kannst du selbst sein. Keiner wird dich hassen, Himeka-san. Aber... Ich bin für dich da. Ich werde dich nie hassen, Himeka-san. Ich bin auch nicht enttäuscht, wenn du aufhörst, Model zu sein oder wenn deine Noten schlechter werden. Toru! Ich bin immer für dich da, Himeka-san. Egal, was passiert. Dummkopf! Es ist deine Schuld! Was? Ich kann ohne dich nicht mal mehr atmen. Dir wird es gut gehen. Ich bin für dich da. Ich liebe dich, Himeka-san. Dummer Toru! Was? Stimmt es, dass Himejima-san aufgehört hat, Model zu sein? Ich habe gehört, dass sie einen Freund hat. Echt jetzt? Ich frage mich, was für ein Typ das ist. Aber Himeka-chan ist hübscher geworden. Das liegt daran, dass sie verliebt ist. Hört auf zu tratschen und geht jetzt nach Hause. Okay. Toru, du bist hier, richtig? Puh, du bist beliebt wie immer. Niemand beobachtet uns? Natürlich nicht. Niemand bemerkt mich. Das ist gut. Ich will nicht, dass jemand weiß, dass wir ausgehen. Oh, Entschuldigung. Hey, versteh mich nicht falsch. Wenn sie dich bemerken, werden sich andere Mädchen in dich verlieben, weißt du? Sie ist die Süßeste. Es ist unser Geheimnis, dass wir zusammen ausgehen, okay? Miss Akami Hanae, würdest du bitte mit mir ausgehen? Meinst du ausgehen als deine Freundin? Okay. Ich bin mir sicher, dass ich sie beunruhigt habe, als ich plötzlich so etwas sagte. Akemi ist jedermanns Traumfrau. Sie würde niemals mit mir zusammen sein wollen. Tut mir leid, vergiss einfach, was ich gesagt habe. Bitte behandle mich gut. Hm? Ich gehe mit dir aus, Shirai. Warte, wirklich? Ja, aber du musst mir den Grund sagen. Ich weiß, dass du mich aus einem anderen Grund eingeladen hast. Nicht nur, weil du mich magst, richtig? Ich schätze, ich kann nichts vor Akemi verbergen. Sie ist einfach zu schlau. Nun, um ehrlich zu sein, machen mir meine Schwestern zu schaffen.
Ich habe 3 jüngere Schwestern, Mika und Rika. Sie sind Zwillinge und gehen derzeit in die 1. Klasse der Mittelstufe. Die andere ist Asuka. Sie geht in die 5. Klasse. Es ist komisch, dass ihr älterer Bruder das sagt, aber alle meine 3 Schwestern sind wunderschöne junge Mädchen. Aber sie ruinieren ihre Schönheit durch ihre obsessive Liebe zu ihrem Bruder, mir. Es ist schon morgen. Mein Körper ist schwer wie immer. Mika? Rika? Wacht auf! Bewegung! Ich kann nie richtig schlafen, weil ihr euch immer an mich klammert. Sieh dir deine Schwester an, Asuka! Großer Bruder, hast du mich gerade... Warum schläfst du da? Warum muss ein Highschool-Teenager mit 3 Schwestern im Bett aufwachen? Egal. Wie oft ich mich beschwere, sie hören mir nie zu. Meine Eltern haben mich einfach aufgegeben und uns ein größeres Bett gekauft. Dank dessen ist 90% des Platzes in meinem Zimmer das Bett. Runter von mir, ich gehe! Wir machen uns in 5 Minuten fertig, also warte bitte! Unsere Schulen liegen in verschiedene Richtungen. Ich muss einen Weg finden, diese Mädchen loszuwerden. Sie folgen mir, wohin ich auch gehe. Ich muss etwas tun. Ja, so ist das also. Verstehe. Du dachtest also, sie würden über dich hinwegkommen, wenn du eine Freundin hast, was? Ja, das stimmt. Es tut mir leid, ich weiß, dass ich dich irgendwie ausnutze. Bist du sauer? Klingt lustig. Ich muss also nur noch vor deinen Schwestern mit dir flirten, richtig? Dann lass uns sofort gehen. Wohin denn? Zu dir nach Hause natürlich. Ich muss deine Schwestern begrüßen und ihnen sagen, dass ich deine Freundin bin. Miss Hanae war von dieser Strategie sehr angetan. Wir sprachen darüber, wie wir uns verhalten sollten, während ich sie zu meinem Haus führte. Hallo? Hä? Moment mal! Wer ist diese Frau, die du mit nach Hause gebracht hast? Ich bin die Freundin von Shirai. Seine Freundin? Ja, das bin ich. Mein Name ist Akemi Hanae. Hoppla, geht es nur mir so oder ist die Stimmung hier wirklich schlecht? Nun, sie ist den ganzen Weg hierher gekommen, also müssen wir sie wohl wie einen Gast behandeln. Ja, genau. Setz dich ruhig auf das Sofa, Schlampe. Ich meine Miss Hanae. Hast du mich gerade eine Schlampe genannt? Naja, danke für die Einladung. Willst du Kaffee oder Tee? Magst du salzige oder süße Snacks? Oh, kümmert euch nicht um mich. Aber um deine Frage zu beantworten, ich hätte gerne Tee mit süßen Snacks, bitte. Oh, das tut mir aber leid. Wir haben nur Kaffee und salzige Snacks. Ich bin mir sicher, wir hatten da Chilling-Tee und Kekse. Oh, die waren verdorben. Hat Mama die nicht erst gestern gekauft? Oh, keine Sorge. Ich liebe auch Kaffee und salzige Snacks. So ein Mist. Habt ihr gerade geflucht? Soll ich euch ein paar Chips dazu holen? Das haben wir versucht zu sagen. Ich saß am Rande des Tisches. Meine 3 Schwestern saßen gegenüber von Frau Hanae. Das ist ja wie bei einem Vorsprechen. Nun, wir sind alle bereit, dich fallen zu lassen. Rika, du bist so witzig. Ich habe das Gefühl, ich kann ein Feuerwerk sehen. Vielleicht sind meine Augen zu müde. Ich sollte bald zum Augenarzt gehen. Übrigens, ich wollte fragen... Warum nennst du unseren großen Bruder bei seinem Nachnamen, obwohl du seine Freundin bist? Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Seid ihr zwei wirklich zusammen? Wir haben schon geplant, wie wir diese Frage beantworten. Es gibt noch einen anderen Jungen in unserer Klasse, der Ryohei heißt, also... Nenne ich ihn normalerweise Darling, wenn wir zusammen sind. Was sagst du da? Wie ihr seht, ist es ihm peinlich, wenn ich ihn Darling nenne. Also nenne ich ihn vor anderen mit seinem Nachnamen. Darling nennt mich übrigens Honey. Stimmt's, Darling? Das stimmt, Honey. Um zum Thema zurückzukommen. Darling und ich haben beschlossen, von nun an zusammen zur Schule zu gehen, die Wochenenden zusammen zu verbringen und unsere Morgen gemeinsam zu verbringen. Nur wir beide. Ihr Mädels solltet euch also an ein Leben ohne euren Bruder gewöhnen. Sie sagten kein Wort. Ich glaube, wir haben gerade ein Problem gelöst. Nach einer kleinen Plauderei beschloss ich, Miss Hanae nach Hause zu bringen. Okay, bis bald. Tschüss! Für immer. Mädels, streut etwas Salz! Wir haben...
genug, streut noch etwas Mehl und Zucker. Rika, ich habe auch etwas Backpulver mitgebracht. Danke, Mädels. Okay, dann werden wir jetzt unser 1123, unsere Liebe zum Brudertreffen, abhalten. Kurz ULZB. Ja, Ma'am. Ich denke, wir alle kennen das heutige Thema. Wir müssen unserem armen Bruder helfen, der in die Hände dieser bösen Hexe geraten ist. Wir haben dafür gesorgt, dass wir alle Liebesbriefe, die unser Bruder bekommen hat, zerreißen, bevor er sie zu Gesicht bekommt. Nicht auszudenken, was passiert, wenn wir das zulassen. Um den Feind zu besiegen, müssen wir zuerst etwas über sie herausfinden. Ich habe einige Informationen über sie gesammelt. Gut, jetzt finde etwas Schlechtes über sie heraus. Ich verstehe. Das kann nicht sein. Ich kann keine Schwachstelle bei dieser Hexe finden. Wenn überhaupt, dann ist sie eine ausgezeichnete Person. Nun, ist das nicht das Seltsame an ihr? Wie meinst du das? Unser großer Bruder ist in der Tat ein wunderbarer Mann. Aber um andere Mädchen von ihm fernzuhalten, haben wir ihn mit Beleidigungen überschüttet, damit er glaubt, er sei ein introvertierter Streber. Das ist wahr. Und trotzdem hat sie gefragt, ob sie mit ihm ausgehen will. Glaubst du, dass er so etwas tatsächlich tun würde? Ja, du hast recht. Könnte es sein, dass sie ein falsches Paar sind? Ich halte das für sehr gut möglich. Das ist es also. Wenn das so ist, sollten wir sie auseinanderbringen, bevor es offiziell wird. Ja! Hey, Shirai. Wir sollten bald ein Date haben. Ich habe zufällig 2 Karten für den Vergnügungspark bekommen. Was hältst du davon? Ist es nicht besser, auch an den Wochenenden Zeit miteinander zu verbringen? Willst du immer noch so tun, als wärst du meine Freundin? Ja, natürlich. Ich meine, wenn sie einverstanden ist, dann bin ich es auch. Am Samstag. Ich gehe heute aus. Ich komme ziemlich spät zurück. Okay. Sie lassen mich heute ziemlich leicht gehen. Früher hätten sie versucht, mich zu Hause zu halten und mich zu fragen, wann genau ich wieder zu Hause sein werde. Ich schätze, sie lernen unabhängiger zu sein. Als ich zu unserem Treffpunkt ging, stand Miss Hanae da und sah noch eleganter aus als sonst. Lass uns heute Spaß haben. Ja, natürlich. Darling. Oh. Heute ist ein Date, also vergiss nicht, mich Hanae zu nennen, okay? Wow. Wie man es von Miss Hanae erwartet. Sie ist ein Schauspielprofi, auch wenn meine Schwestern nicht da sind. Ja, natürlich, Schatz. Mika, kannst du etwas sehen? Nee, aus dem Lauschangriff ist nichts geworden. Was ist los? Nichts. Hey, mögen deine Schwestern Achterbahnen? Ich glaube, meine jüngste Schwester Asuka kann nicht mit ihnen fahren. Dann lass uns mit der gruseligsten Achterbahn fahren. Hä? Und warum? 30 Minuten später. Hat das nicht Spaß gemacht, Darling? Ich kann das nicht mehr tun. Asuka, geht es dir gut? Mach dir keine Sorgen. Rika und ich werden uns um den Rest kümmern. Was soll ich tun? Rika, die beiden sind gerade ins Spukhaus gegangen. Mika, kannst du alleine gehen? Was? Auf keinen Fall, nicht alleine. Weitere 30 Minuten später. Ich kann nicht glauben, dass diese Hexe schon 2 von uns besiegt hat. Oh nein, als nächstes gehen sie zum Riesenrad. Ich habe Höhenangst. Aber ich muss sie im Auge behalten, sonst könnte sie etwas anstellen. Wow, ich kann den Berg Fuji sehen. Ist das so lustig? Ich meine, sie steht kurz davor, ohnmächtig zu werden. Ach, nichts. Hey, kann ich dich etwas fragen? Warum hast du mich ausgewählt? Ich war glücklich, auch wenn du wolltest, dass ich nur so tue. Ehrlich gesagt, ist es schon eine Weile her, dass ich gemerkt habe... Willkommen zurück! Oh, wir sind zurück! Oh Mann, gerade als wir in einem romantischen Moment waren. Meinst du damit, dass du gemerkt hast, dass du auf die Toilette musst? Du kannst jetzt gehen. Oh, ja. Ich habe keine Energie mehr zum Kämpfen. Ich auch nicht. Ich glaube, ich bin besiegt. Die Hexe! Du wusstest, dass wir hier sind? Warum bist du hier? Warum ist er so dämlich, dieser Trottel? Was? Oh, Miss Hanae hat mir gerade eine SMS geschickt. Vielleicht geht es dir nicht so gut.
Mir ist gerade etwas dazwischen gekommen. Ich gehe nach Hause. Geht es dir gut? Soll ich dich nach Hause bringen? Nein, es tut mir wirklich leid. Ich werde es an einem anderen Tag wieder gut machen. Keine Sorge. Naja, jetzt bin ich also allein. Vielleicht kaufe ich Ihnen ein Souvenir. Ich habe mich so gefreut, dass er mit mir ausgehen wollte. Aber er hält mich wirklich nur für eine falsche Freundin. Hey, hey, er versteht wirklich nichts von romantischen Beziehungen, hm? Er will sich nicht mit deinem Herz anlegen, weißt du? Was für ein Frauenheld. Und ich wusste nichts davon. Okay, dann werden wir unsere allererste Sitzung der Beschütze Shirawai Ryohei abhalten. Ja, Ma'am. Miss Hanae begann an diesen seltsamen Sitzungen teilzunehmen, die meine Schwestern hin und wieder abhielten. Frau Vorsitzende, ich muss berichten, dass es in unserer Nachbarklasse ein Mädchen gibt, das versuchte, Yohei zu verführen. Nun, dann müssen wir sie besiegen. Wir müssen unseren Lauschposten aufrüsten. Es sieht so aus, als könnte ich für eine Weile kein normales, mittelmäßiges Leben führen. Dieser Vorfall ereignete sich im zweiten Semester unseres Schuljahres. Taro, hast du Lust, mit mir auszugehen? Meine Klassenkameradin Karen Hanamiya schaute mich mit funkelnden großen Augen an. Genau wie das Zeichen Blume im Kanji ihres Namens ist sie so schön wie eine Blume, die im Frühling blüht. Und sie ist bekannt als das hübscheste Mädchen in der Schule. Es gibt auch das Gerücht, dass sie ihre Augen benutzt, um Leute zu verzaubern und dass sie jeder Junge, der in ihre Augen schaut, sich in sie verliebt und ihr verfallen ist. Aber ich bin anders. Ihre bezaubernden Augen wirken auf Menschen. Ich würde mich nicht als Mensch bezeichnen, eher als introvertierten Nerd, der im Grunde nicht existiert. Hast du mich gehört? Ja, ich war nur etwas überrascht, dass du geredet hast und ich dir nicht gleich antworten konnte. Du wusstest also, dass ich reden kann? Bist du kein normaler Mensch? Wenn du jemanden für ein Date suchst, kannst du ja jemand anderen fragen. Sie ist viel zu gut für mich. Ich wäre nicht mal ein guter Sklave. Na gut, ich gehe dann mal nach Hause. Hey, warte! Ich kann es nicht glauben. Hat er mich gerade abblitzen lassen? Warum? Warum hat er mich einfach so abgewimmelt? Ich bin stolz darauf, das hübscheste Mädchen hier an der Yukigakuin Highschool zu sein. Ich werde ihn dazu bringen, sich in mich zu verlieben. Ratscht da jemand über mich? Es kann nicht sein, dass jemand über mich redet, also habe ich mich wohl erkältet. Ah, ich muss mich vorstellen. Mein Name ist Taro Suzuki. Ich bin im zweiten Jahr in der Yukigakuin Highschool. Wie du siehst, bin ich ein introvertierter Streber ohne Freunde und es gibt viele Leute, die sich meinen Namen noch nicht gemerkt haben. Meine Existenz ist wie die eines Geistes, aber das ist mir eigentlich lieber. Ich muss mich nicht mit lästigen Ereignissen herumschlagen und kann ein einfaches, stressfreies Leben führen. Eines Tages im Kunstunterricht... Hey Taro, lass uns für das Porträtzeichnen ein Team bilden. Mit wem spricht Karen da? Ist er ein neuer Schüler? Wir sind schon seit unserem ersten Jahr Klassenkameraden, Leute. Jedenfalls, warum will Karen mit mir ein Team bilden? Ah, ich verstehe. Es liegt daran, dass mein Gesicht schlecht ist und man es leicht zeichnen kann. Taro? Okay, klar. Dankeschön. Ich bin nervös, wenn ich vor dir sitze. Aber ich werde mein Bestes geben. Ich habe mein Radiergummi vergessen. Mann, es ist das erste Mal, dass ich mir ihr Gesicht genauer ansehe. Sie ist wirklich eine Schönheit. Wäre sie ein Spielcharakter, wäre sie eine Schönheit der Stufe UR. Hey Taro, darf ich mir dein Gesicht mal genauer ansehen? Bevor ich ihr die Erlaubnis erteilte, brachte Karen ihr Gesicht ganz nah an meins. Es war so nah, dass ich ihren Atem spüren konnte. Taro, deine Haut ist wirklich schön. Ja, weil ich normalerweise nicht rausgehe. Hat Karen eine schlechte Sehkraft? Ich kann nicht glauben, dass sie es bemerkt hat, bis sie so nah dran war. Sie tut mir leid. Ich habe etwas vergessen hinzuzufügen, aber meine Hobbys sind das Spielen von idolproduzierenden Spielen. Oh, und seit kurzem pflege ich auch Pferde. Weil ich viel Zeit und nichts zu tun habe, habe ich manchmal Spiele und Anime-Figuren gezeichnet. Hoppla, ich habe nicht aufgepasst. Ich habe Karen so gezeichnet, wie ich UR-Spielfiguren zeichne. Bist du fertig? Kannst du es mir zeigen?
Ich weiß nicht so recht. Wow, bin das ich? Darf ich ein Foto davon machen? Ich bin froh, dass sie es nicht hasst. Ja, solange du es nicht in den sozialen Medien veröffentlichst. Hey, worüber redet ihr eigentlich? Echt jetzt? Zeig es uns! Oh nein, die Leute versammeln sich. Es ist schon eine Weile her, dass ich von so vielen Menschen umgeben war und dass mich jemand so anlächelt. Nach diesem Tag kam Karen noch öfter zu mir, um mit mir zu reden. Vielleicht hatte sie Mitleid mit mir, weil ich keine Freunde hatte. Gehst du in den Schulladen? Kann ich mit dir gehen? Klar. Verdammt, sie ist so nah dran. Ist es normal, dass die beliebten Schüler so eng miteinander reden? Welches Brot willst du kaufen, Taro? Vielleicht das Seetangbrot. Dann nehme ich das gleiche. Wir sind wie Zwillinge. Das Seetangbrot. Es sieht schlecht aus, aber es ist sehr beliebt. Also ich bin mir sicher, dass es viele Leute gibt, die Zwillinge mit ihr sind. Ich hoffe, die Yuhui sind Zwillinge, sind wir nicht Seelenverwandt-Strategie funktioniert. Ein Seetangbrot bitte. Ehrlich gesagt habe ich kein Interesse an anderen Menschen. Das liegt daran, dass die Leute auch kein Interesse an mir haben. Deshalb habe ich auch nichts von Karens Strategie mitbekommen. Seit wann isst Karen dieses Brot? Hat sie es nicht gerade mit einem Typen gekauft? Ich kann mir sein Gesicht nicht merken. Ja, ich will seine Freundin sein. Eigentlich will ich, dass er sich in mich verliebt. Bis jetzt musste ich nicht einmal versuchen, einen Kerl für mich zu begeistern. Aber Taro Suzuki ist ein bisschen anders. Er hat mich sogar abgewiesen, als ich ihn um ein Date gebeten habe. Werde ich manchmal unsichtbar? Du bist das Gegenteil. Du leuchtest immer. Ich frage mich, warum er mich so abweisend behandelt. Oh, so jemand gibt es? Vielleicht versucht er cool zu wirken. Ah, ich verstehe. Er versucht cool zu sein. Okay, dann sollte ich vielleicht so eine Mauer, mit der wir haben, die gleichen Hobbys-Strategie durchbrechen. Los geht's! Verhält sich Karen in letzter Zeit nicht seltsam? Ja. Hey, Taro! Sie redet wieder mit mir. Was? Ich habe gerade ein Spiel namens Face Grand Canyon begonnen. Kannst du mich als dein Freund hinzufügen? Oh, Karen spielt auch Spiele, ha? Huh? Ich werde dir einen starken Freund von mir vorstellen, der nett zu neuen Spielern ist. Er wird dir helfen. Oh, okay. Danke. Hm? Seine Reaktion ist etwas anders, als ich erwartet habe. Okay, nächste Strategie. Taro! Was jetzt? Ich habe gehört, dass es ein Spiel-Kooperationscafé gibt. Lass uns zusammen hingehen. Warum lädt sie mich immer ein? Ja, klar. Juhu! Aber die Reservierungsfrist für dieses Café ist abgelaufen. Was? Ich glaube, sie werden die Veranstaltung wiederholen. Ich denke, das nächste Mal... Mist, ich hab versagt. Ich wusste nicht, dass sie sich so sehr für Grand Canyon interessiert. Nun, das große Ereignis, das sie gerade haben, ist aufregend. Grinst Taro etwa? Vielleicht hat diese Strategie ja doch etwas bewirkt. Weil Karen oft mit mir sprach, fingen auch andere Klassenkameraden an, mit mir zu reden. Aber auch hier begannen sie nur, mich zu grüßen. Es machte also keinen Unterschied, dass ich ein introvertierter Einzelgänger war. Hey. Hi. Taro, hast du das Seetangbrot kaufen können? Nachdem Karen es auf Instagram gepostet hat, ist es jeden Tag ausverkauft. Wow, ihre Popularität und Einfluss sind unglaublich. Dann hatte ich wohl Glück. Ja, ich bin wirklich neidisch auf dich. Das Brot auch, aber die Tatsache, dass Karen immer mit dir redet. Ich weiß, aber ich weiß nicht warum. Hör auf, so cool zu tun, Kumpel. Du kannst vor uns prahlen, weißt du? So nah dran. Warum? Warum? Wir wissen alle, dass sie fesselnd ist. Ich werde nur von meinen Lieblingscharakteren in den Bann gezogen. Hä? Klopft dein Herz nicht oder wird dir schwindelig, wenn du mit Karen sprichst? Nein, kein einziges Mal. Du machst Witze. Bist du ein Butter oder so? Also, jeder mag Karen. Ich kann nie etwas für jemanden empfinden, der in einer anderen Welt lebt. Ich verstehe nicht, was er denkt. Oh, ich habe eine Spielbenachrichtigung. Hallo, ich bin ein Anfänger in diesem Spiel. Bitte nimm meine Freundschaftsanfrage an. Nun, ich hatte noch einen Platz frei für einen weiteren Freund. Schön, dich kennenzulernen. Rinrin hat mir viele Nachrichten geschickt. Anscheinend ist sie wie ich im zweiten Jahr der Highschool. Dass diese Person versucht, so viel mit mir in einem Spiel zu chatten,
Renren muss wie ich ein introvertierter Einzelgänger sein. Ich verstehe, wie du dich fühlst. Manchmal willst du einfach nur mit jemandem reden. Mein Typ. Mein Typ sind die, die ein Gleichgewicht zwischen Angriff und Verteidigung haben. Ich schließe mich normalerweise mit solchen Leuten zusammen. Juhu! Taro hat mir gerade zurückgeschrieben. Lass mich mal sehen. Ein Gleichgewicht aus Angriff und Verteidigung. Warte, mag ein Mädchen die Kampfsport betreiben? Ich bin gestern Abend während des Spiels eingeschlafen und habe vergessen, Renren zu antworten. Naja, egal. Taro! Oh, du bist das wieder. Mach nicht so ein Gesicht, wenn du mich siehst. Hey, hast du diesen Samstag Zeit? Nun, ich denke schon. Was will sie denn? Kannst du dir an dem Tag Zeit für mich nehmen? Nun, ich schätze, ich kann einen Tag lang ihr Sklave sein. Ich habe sowieso nichts anderes zu tun. Außerdem habe ich ihr neulich eine Absage erteilt, also... Sicher. Dankeschön! Was für ein unwerfendes Lächeln. So hell. Scheiße. Hey Taro, hast du einen Moment Zeit? Ich wollte mit dir draußen reden. Die Person, die mich ansprach, war einer der Jungs aus der Strebergruppe. Ich bin ein einsamer Streber, der keiner Gruppe angehört. Also könnte er in die Schulhierarchie höher stehen als ich. Ich habe noch nie mit ihm geredet, aber er machte einen ernsten Eindruck. Ich beschloss, ihn in der Mittagspause hinter der Schule zu treffen. Was ist los? Du darfst dich... Hm? Seine Stimme ist zu zittrig, ich kann ihn nicht gut verstehen. Du darfst dich nicht hinreißen lassen! Was? Mach dich nicht über mich lustig und tu so, als würdest du nicht hören, was ich sage. Das tue ich nicht. Ich konnte dich wirklich nicht hören. Das ist die Art von Einstellung, die ich an dir hasse. Du müsstest eigentlich auch so ein Nerd sein wie ich, aber trotzdem redet Karin immer mit dir und kümmert sich um dich. Ich glaube, du vergisst, wo du hingehörst. Ich dachte eine Weile drüber nach und begriff, könnte es das sein, was man Eifersucht nennt? Karin ist einfach freiwillig nett zu mir. Es ist nicht so, dass sie sich wirklich um mich sorgt. Mach dir keine Sorgen, ich weiß, wo ich in der Hierarchie der Schule stecke. Aber warum seid ihr dann Freunde in Ken Cranion? Hm? Ichiro, Jiro, Saburo, Renren. Mein Klassenkamerad hatte offenbar meinen Spielaccount überprüft. Er hat gestern gemerkt, dass Karin und ich Freunde geworden sind. Warte, Renren ist Karin Hanamiya? Ja genau, ich habe ihr auch eine Freundschaftsanfrage geschickt, aber sie hat nicht angenommen. Dabei gebe ich jeden Monat eine Menge Geld für dieses Spiel auf. Verdammt, das ist aber schade. Hör auf, mich zu bemitleiden, du Nerd! Hey, hört auf! Es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht und deine Freundschaftsanfrage abgelehnt. Ich schicke dir eine Anfrage, kannst du mir später deine ID sagen? Natürlich. Dankeschön! Kannst du ihn mit einem Meißel in meinen Schreibtisch ritzen? Damit ist der Klassenkamerad von Winde verweht. Hat er überhaupt einen Meißel? Hast du mir gerade geholfen? Hab ich? Sie lacht wie eine blühende Blume, wie immer. Und ja, sie ist sehr schön. Es tut mir leid, ich bin nicht so gut darin, mit anderen zu kommunizieren. Also weiß ich nicht, was die Leute denken, bis sie es mir mitteilen. Ich denke an gar nichts? Wenn du das sagst, dann interpretiere ich es so. Aber kannst du mir nur eine Sache sagen? Warum hast du verheimlicht, dass du Renren bist? Das liegt daran... Was stört sie denn? Sie sieht aber auch süß aus, wenn sie das tut. Ich gebe auf. Wenn das der Fall ist, zeige ich es dir mit meiner Körperhaltung. Was? Ich habe versucht herauszufinden, wie ich dich hypnotisieren kann. Was zur Hölle? Natürlich lieben mich alle, aber weißt du noch, wie du neulich meine Bitte abgelehnt hast? Das hat mich wütend gemacht und meine Motivation angeheizt. Ich kann nicht atmen. Meine Güte, ich musste alle meine Pläne offenbaren. Wie schwach von mir. Ich habe so viel getan und du bist immer noch nicht von mir angetan. Du meinst, als du mich gebeten hast, dein Sklave zu werden? Hm? Mein Sklave? Das war ein Geständnis der Liebe! Ich habe dich um ein Date gebeten! Karin, du hast mich gefragt? Warum? Weil du der einzige Typ in der Klasse bist, der mich noch nicht gefragt hat! Was? Also hat jeder Typ in der Klasse sie schon gefragt?
Ich verstehe. Du wolltest also deine Mission zu Ende bringen, hm? Das ist richtig. Du musst nicht so sehr lachen. Tut mir leid, nur dass du so anders bist als die, die ich kenne. Ich wusste nicht, dass du auch wütend wirst und Schmolzkarren. Nun ja, ich bin auch nur ein Mensch. Verstehe. Wir sind also doch die gleiche Spezies. Wir gehen in dieselbe Klasse und dieselbe Schule. Es ist nicht so, dass wir in verschiedenen Welten leben. Danach sah ich, wie Karin leicht errötete, als sie ins Klassenzimmer eilte. Als ich ins Klassenzimmer zurückkam, wurde mein Klassenkamerad gerade von der Lehrerin ermahnt. Du bist doch schon ein Oberstufenschüler! Wie kannst du einen Schreibtisch mit einem Cuttermesser anritzen? Es tut mir leid, Ma'am. Ich konnte keinen Meißel finden. Als ich Karin ansah, trafen sich unsere Blicke. Sie streckte mir leicht die Zunge heraus und ihr Gesichtsausdruck erinnerte mich an den eines kleinen Kindes. Heute ist ein Tag voller Überraschungen. Karin, dein Gesicht ist rot. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Ich frage mich... Als ich nach Hause kam, klingelte mein Telefon. Es war eine Nachricht von Renren. Das ist meine Nummer. Bitte füge mich auch hier als Freundin hinzu. Wow, das ist das erste Mal, dass ich die Nummer eines Mädchens bekomme. Wie soll ich antworten? Oh, ich habe eine Nachricht von Taro bekommen. Oh, er ist ein anderer Typ in den SMS. Vielleicht gibt er sich Mühe. In dieser Nacht haben wir uns bis Mitternacht Nachrichten geschickt. Am folgenden Samstag... Entschuldigung, hast du gewartet? Wow, Karin ist so süß an ihren Alltagsklamotten. Danke, dass du gekommen bist. Ihr Gesicht ist rot. Habe ich sie bei dieser Hitze zu lange warten lassen? Sollen wir einfach irgendwo hingehen, wo es kühl ist? Nein, das Match fängt gleich an. Also lass uns los. Das Match? Ist das ihr Freund? Ich wusste nicht, dass er da ist. Was? Ich weiß nicht, welcher Spieler die beste Balance zwischen Angriff und Verteidigung hat, aber ich hoffe, du findest jemanden, der mir gefällt. Hä? Wovon spricht sie? Nein, wirklich, was ist das? Während ich verwirrt dastand, hörten Karin und ich von weitem den Gong zum Match. Das ist der Beginn eines Kampfes zwischen einem stumpfsinnigen Nerd versus einem schönen jungen Mädchen, das seine Gefühle für die Liebe erkannt hat.